Jo Leute und willkommen zum Splatoon 2 Global Test Fire. Ich bin mega hyped. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich will euch das Video so schnell wie möglich bringen, weshalb wir nicht allzu lange spielen werden. Wenn ihr es ganz frisch seht, könnt ihr sofort eure Switch anwerfen und noch heute am Freitag bis 21 Uhr spielen. Ja, ich soll auf den Ballon zielen und... Womit schieße ich? Y. Nein, mit ZR. Ja, das drücke ich. Ach nein, ich drücke ZL. Ich bin ein Profi. Da ist der nächste. Die Bewegungssteuerung. Es ist wichtig zu wissen, dass die Bewegungssteuerung nur vom rechten Joy-Con ausgeht. Nicht vom linken. Den kann ich rumschwenken und nichts passiert. Was? Drücke Y und setze die Kamera zurück. Das ist praktisch. Das gab es aber im ersten Teil auch schon. Allgemein fällt mir auf, dass es hier fast genauso ist wie der erste Teil. Was soll denn das? Ja, ist hinten für Schwimmen, das habe ich schon von selbst rausgefunden, Leute. Ganz dumm bin ich nämlich auch nicht. Mit B springen, auch als Tintenfisch. Cool, ich mache lieber den Ballon kaputt. Komm her, Ballon. Drücke R, um Bomben zu werfen. Das kenne ich noch. So, genug aufgewärmt. Probier die Steuerung aus, wenn der Kampf beginnt. Perfekt, es geht direkt los. Ich dachte schon, ich muss mir jetzt hier ein ewig langes Tutorial antun, aber nein. Ende, wir haben gewonnen, Leute, wir haben gewonnen. Wir spielen natürlich den Doppelkleckser, die neue Waffe, warum denn auch nicht? Die anderen drei kennt man schon, ist doch langweilig. Ich habe Splatoon 1 ja auch gespielt. Fehler bei der Datenübertragung. Nochmal, ja. Das hat ja irgendeinen Sondermove gehabt, ne? Man konnte... Ach Gott, wie ging das? Ich weiß auch gar nicht mehr, was das war, der Sondermove. Man konnte irgendwie nach hinten springen und dabei schießen oder so. Oder Teammitglied, was? Was kann ich machen? Startpunkt. Ach, zur Seite kann... Was? Ich soll zur Seite gedrückt halten, um irgendwo hinzuspringen. Oder nach unten. Das habe ich gerade noch nicht so ganz gecheckt, wie der Supersprung funktioniert. Wird aber noch. Leute, wird alles noch. Ja, für alle, die neu auf dem Kanal sind, ich bin der Mick, deswegen steht auch Mick. Wesentlich besser als beim ersten Video, was ich hier aufgenommen habe. Reaktionsvideo ist ja gar nicht... Was habe ich getan? Wie mache ich das zu? Ach, auf X öffnet man die Karte. Ja, warum sagt mir das denn keiner? Ist man nicht früher auf X gesprungen? Das ist verwirrend. Komm her, Junge. Direkt die kranken Asiaten gegen mich. Ist das ein Asiate gewesen? Steht irgendwo der Name? Nein. Rufe mit X die Karte auf, dann springen wir doch mal zu einem. Das ist ein bisschen umständlicher, aber wir wollen sie es auch so machen. Wow! Ja, die machen uns fertig, glaube ich. Außer ich bin der Einzige, der so bad spielt. Was ist das? Oh, das ist cool. Flieg und Sieg, meine Bombe. Oh, muss mich erstmal daran gewöhnen. Nein, was habe ich getan? Ich bin so gut. Nicht. Warum haben sie denn nicht einfach die Karte auf B gelegt? Ja, ich weiß, das ist untypisch, aber ist doch wesentlich besser, als irgend so ein komisch Zeugs zu machen und die Steuerung zu verändern wie vorher. Wir haben Siege mitge... Oder Siegmeitsch, oder... Wie auch immer. Killt. Oh scheiße, oh scheiße. Aber den killen wir jetzt. Komm, den killen wir jetzt von hinten. Weil wir cool sind. Oh scheiße. Wir haben keine Reichweite. Oh nein, das möchte ich nicht. Wie kann ich... X. Okay. Muss man erstmal finden. Stirb. Stirb. Verdammt. Komm. Nein. Was kannst du eigentlich... Wow, das ist schwer. Es ist echt ungewohnt, mit diesen Joy-Cons Splatoon zu spielen. Wir springen dahin. Wow. Oh, so weit vor wollte ich dann doch nicht. Komm, wir helfen dem Dude hier. Da kommt jemand. Wir beschützen ihn. Ah, scheiße, ich werde beschossen. Von einem Sniper. Aber komm, wer spielt denn nicht die neue Waffe? Wer spielt denn einen Sniper beim Global Test Fire in den ersten Minuten? Ich meine, ich war sehr überrascht. Ich habe auf meine Ohr geguckt.
Eigentlich ist es bei mir genau jetzt um 12. Ich hatte einfach mal, um zu checken, ob's Internet geht, schon 10 Minuten eher ZL und ZR gedrückt in dem Startmenü und es ging einfach los. Leute, es ging einfach los. 10 Minuten zu früh. Nintendo hat's ein bisschen übertrieben mit der Pünktlichkeit. Oder meine Uhr geht falsch. Ah, nein, das würde ich natürlich nie tun. Ach, fuck. Ich bin nicht gut in Splatoon. Ich war auch noch nie gut in Splatoon. Aber dort oben, der neue Anzeigemodus, der gefällt mir. Wenn es hinten noch was einfärbt, Leute, das wird's entscheidend. Diese paar Millimeter, die ich da gemacht habe. Man kann sich jetzt noch die... Oh, es sieht nicht gut aus. Oh, es sieht... Oh! Es hat aber gereicht. Warum sollte man sich hier eigentlich die Karte anzeigen lassen, wenn man die eh dort sieht? Ich habe sie mir sogar anzeigen lassen. Oh, ich war gar nicht der... Okay, meine KD, ich habe nichts gesagt. Alles gut, meine KD ist nicht gut. Ja, jetzt? Was geht jetzt ab? Ja, einen Kampf gönnen wir uns noch, Leute. Splatoon 2 ist so geil. Ich mag den Pfeil vor uns. Das mit dem Supersprung ist dann doch die beste Lösung gewesen, würde ich behaupten. Ich meine, wie will man es anders machen? Klar, es dauert länger als vorher, aber ohne Touchscreen. Also ich meine, klar, das Switchpad hat ein Touchscreen, aber man hat nur ein Screen zur Verfügung, egal wie man es macht. Und wenn mobile Spieler bevorzugt werden, wäre das echt ungünstig, weil Online-Modi, und Splatoon ist Online-Modi, quasi. Es gibt vielleicht einen Story-Modus, das weiß ich nicht, aber Online-Modi versteht sich meistens nicht so gut mit Mobilgerät. Warum mache ich das immer? Ach, man muss einfach nochmal denselben Knopf drücken. Ich bin der Splatoon-Profi. Leute, die meisten von euch denken bestimmt gerade, ich sitze zum ersten Mal vor der Switch, aber nein! Das ist nicht der Wahrheit entsprechend. Oh wow. Oh wow, ich habe ihn fast schon getroffen. Kann ich nur stolz sein. Wobei ich sagen muss, die Bewegungssteuerung ist ein bisschen unangenehm dadurch, dass man es bloß in einer Hand hält. Und die ist auch mir persönlich ein Ticken zu empfindlich. Das kann jeder anders sehen, das kann man bestimmt auch irgendwo einstellen, aber ich habe das nicht gemacht. Jetzt kann man nicht nach oben und unten mit dem Stick zielen. Oh scheiße, der hat ja irgendwas hingeschickt. Und wir sind tot. Ach, Curling-Bombe. Ja, jetzt verstehe ich das auch. Wie die funktioniert. Oh wow, nein, dann x'en wir lieber. Das bringt nichts, die rasieren uns hier. Da hilft einem der Supersprung nicht weiter. Nein, ich wollte... Fuck. Ich wollte eigentlich... Ach Gott, was meine Mates denken. Jetzt hab ich's. Ich hab den Knopf gefunden. Ich komme schon irgendwann klar. Irgendwann werde auch ich dieses Spiel steuern können. Eines Tages wird es soweit sein. Aber wie hat denn der das gemacht? Der ist hier richtig cool rumgesprungen und hat dann auf mich geschossen. Der ist doch gestört. Ja komm, spring dahin. Springt zu dem Dude ganz vorn, hat man glaube ich gesehen, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, man muss auf den Gegner draufballern und dann mit B zur Seite springen. Der hat auch diese Curling-Bombe. Aber der hat auf uns geschossen und ist damit gekillt. Ich hatte Angst vor der Curling-Bombe. Die ist cool. Oh fuck, der ist gerade gestorben. Ich werde gecampt werden. Ach nein, da war niemand. Zum Glück. Wir sind lucky genug. Ja, Mann. Wir haben jemanden gekillt. Jetzt rasieren wir sie. Na komm her, da war jemand. Da war jemand. Ich hab's genau gesehen. Ja, dann halt nicht. Bam, bam. Ballern wir mal ein bisschen drauf hier. Ach, man wird zurückgesprungen. Ich wollte gerade voll krass durchspringen. Man wird zurückgesprungen. Ich kann gut Deutsch. Wir verstecken uns hier, hoffen, dass wir Glück haben. Wow. Sollten uns vielleicht woanders verstecken. Oder in den letzten 10 Sekunden sich zu verstecken, ist nicht schlau. Wir haben fast keine Punkte gemacht. Wir haben fast keine Kills gemacht. Aber wir sind gut. Nicht. Ich mag diesen Spezialmove, den wir haben. Mit der neuen Waffe, aber... Wow, knapper als gedacht.
Krasse Sache. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich wie immer sehr über eine positive Wertung. Beeilt euch, werft die Switch an und spielt den Modus auch noch schnell. Ich freue mich mega krass auf Splatoon 2. Ich denke, ihr auch. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Secrets oder Easter Eggs entdeckt habt. Abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.